Ich bin leider keine Studentin mehr. Oh, ich habe abgebrochen, dazu später. Der Text, auf den ich mich beziehe, ist aus einem YouTube-Video von mir vor 17 Jahren. Oh, der Text jetzt. Eines Tages, Baby, werden wir alt sein. Oh, Baby, werden wir alt sein und an all die Geschichten denken, die uns passiert sind. Ich denke gar nicht nach, ich mache einfach. Partys bis zum Umfallen, als gäb's keinen nächsten Tag. Stattdessen, in der Hand noch das Smartphone, hänge ich kotzend vorm Klo rum. Warte, wo ist meine Pille für heute? Ach, die nehme ich später. Jetzt knall ich erstmal alle Leute. Mein Leben ist kein Wartezimmer. Was ich will, das mache ich immer. Mein Dopamin, das haue ich raus und lasse dabei gar nichts aus. Oh, Baby, Baby, nun stelle ich fest, was ich damals geslammt habe. War, weil ich den Sinn des Lebens nicht wirklich gecheckt habe. Damals waren wir zwar nachts lange wach, stiegen auf der Stadt höchstes Dach und als die Wolken wieder lila waren, sind wir im Suff runtergekracht. Verlorene Zähne haben uns dabei nicht gestoppt. Ohne Gummi kräftig weitergepoppt. Wir haben Pillen wie Konfetti geschmissen. Im Job haben wir nie wieder was gerissen. Es war nicht so, dass wir reif dafür waren, aber es war so, dass wir ein Kind bekamen. Baby, oh Baby, wir haben uns die Freiheit genommen. Sie war da, aber nur für ein Jahr. Wir haben zu wenig nachgedacht, zu viele Fehler gemacht, denn wenn man zu wenig denkt, ist die Freiheit der Zukunft verschenkt. Denn wer genau guckt, sieht, dass YOLO kein Anagramm von Leichtsinn ist. Oh Baby, das ist das, was mich jetzt 2030 so traurig macht. Das alles hätte ich dir heute gerne persönlich gesagt. Doch mir hätte klar sein müssen. Aslaks sterben jung, das hat doch damals schon Haftbefehl gesagt. Eines Tages, Baby, wäre ich gerne mit dir alt geworden. Oh Baby, mit dir alt geworden. Und ich hätte mir so gerne mit dir all die langweiligen Geschichten erzählt, die wir hätten zusammen erleben können. Danke. Julia Engelmann! Hast du aufgepasst, was die Alte gesagt hat? Nö. Ey, wie kommen wir eigentlich nach Hause? Boah, S-Bahn surfen wie immer, oder? YOLO! Ich hoffe, euch hat meine kleine Dramedy-Parodie von Julia Engelmann gefallen. Es ist überhaupt kein Angriff an Julia, was sie sagt, finde ich gut. Ich habe das Ganze einfach noch ein bisschen weiter gedacht, überspitzt und überlegt, was passiert, wenn man zu viel YOLO lebt. Denn YOLO heißt ja immerhin You Only Live Once, das heißt, du hast nur ein Leben. Und das sollst du natürlich gut nutzen, aber nicht zu viele Fehler machen und das Ganze nicht übertreiben. Denn sonst gibt es vielleicht hier YOLO dann irgendwann gar nicht mehr. Und Buddha hat ja schon gesagt, der vernünftige Weg liegt in der Mitte. Wenn euch das auch gefallen hat, was ich da gesagt habe, dann gebt mir einen Daumen nach oben. Teilt das Video total gerne bei Facebook oder bei Twitter oder wo ihr Bock habt. Denn Julias Video wurde ja auch extrem oft geteilt und vielleicht ist es ganz interessant zu sehen, wie die andere Seite der Medaille aussieht. Hey, cool wäre es, wenn ihr meinen Channel abonniert, wenn euch das Video gefallen hat. Denn dann seht ihr nächsten Donnerstag schon wieder ein neues Video von mir. Tschüss, bis dahin. Peace, eure Joyce.